Was geht ab, Freunde und Supporter? Euer Sorb am Start für euch mit einer neuen Folge zu Shadow of the Tomb Raider. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, Freunde. Wir machen weiter. Und hatten ja beim letzten Mal, begegnet sind wir denen ja jetzt nicht wirklich. Aber wir haben sie schon gehört, diese komischen Ureinwohner, die uns wahrscheinlich früher oder später doch begegnen werden. Wir werden sehen, Freunde. Wir werden sehen. Auf jeden Fall cool, dass ihr wieder am Start seid. Auf Streaming wird gewartet? Hä? Warum auf Stream? Wieso immer an dieser Ecke? Hier lädt die Stadt erstmal komplett wieder nach. Oder? Ja, wie gesagt, Freunde, schön, dass ihr da seid. Und vielen, vielen Dank an die Supporter da draußen, die das kleine Projektchen Jonah? Unterstützen. Jonah? Wir sind unten. Wir sind unten. Ist das deine Freundin oder was? Er hat direkt sich eine Freundin geschnappt. Er kennt sie 2 Minuten. Direkt mit denen irgendwelche Abenteuer erleben. Niemand weiß, wer sie ist. Na, egal. So, checken wir erstmal die Tafel kurz ab. Aha! 88%! Vom Leben bis zum Tod, vom Vollmond bis zum Neumond, dient dieser Tempel als Wächter der Schatulle. Okay. Kannst du mal bitte normal wie ein Mensch laufen? Boah, ich hasse das. Eigentlich hasse ich das so krass, wenn die Videospielcharaktere so gezwungenermaßen langsam laufen. Und ja, ich weiß, dass ich runter muss. Aber ich habe irgendwie so immer den Eindruck, dass wir denn vielleicht gar nicht mehr nach oben kommen. Und ich da irgendwas übersehe. Das hasse ich. Ich hasse es, wenn Videospielcharaktere langsam laufen. Ja, gezwungenermaßen langsam laufen. Das ging mir zum Beispiel bei Halo auf den Sack oder bei Gears of War oder sowas, wo sie dann immer so eine Nachricht bekommen von ihren Partnern. Yo, 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 was geht ab und so. Und dann gibt's so scheiße da langlatschen. Oh, was ist hier los? Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Hm. Na super. Und plötzlich kennt sie einen anderen Weg. Alles klar. Okay. Wenn sie das alles schon kennt, warum ist es denn sowas Besonderes? Das verstehe ich nicht. Ein bisschen Unterwasser-Action muss sein. Ein bisschen Wasser-Action muss sein. Leiche, noch eine Leiche. Immer dieses enge Durchquetschen, das ist ja... Das wird ja hier in Tomb Raider auf ein neues Level gebracht, oder? Oh. Ich wäre schon längst jämmerlich ersoffen einfach. Jämmerlich ersoffen. Oh, du alte Moräne, du. Au! Stich! 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 Mach dich weg, ey. Mach dich bloß weg. Holy shit, ich will hier eigentlich nur noch raus. Ich will hier nur noch raus. Also schnell weg hier. Scheiß drauf, was hier rumliegt. Raus aus dem Wasser. Unterwasserlevel sind ganz schlimm, ganz schlimme Scheiße. Oh, je, je. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Okay. Ist er wahrscheinlich schon wieder zu Gange mit seiner alten. Ja.
Alter, was war jetzt mit der Kamera los? Jonah, warum schwackt die so ab? Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Die Spinnenprüfung. Moment. Lass los. Aha. Jadeerz. Gib mir den Jadebude. So. Okay. Karte haben wir auch gefunden. Schließe ich jetzt hier den Kreis? Ja. Jetzt kommen wir zu dem normalen. Ja, doch, doch, doch. Hier schließe ich den Kreis. Perfekt. Oder auch nicht. Ach Mensch, Alter. Och. Jetzt muss ich ja wieder hochklettern, oder was? So eine Scheiße aber auch. Ich dachte, hier schließt sich der Kreis. Na gut. Egal. Dafür haben wir Jadeerz. Tut auch gut. Hier, schon wieder schmackt die Kamera so ab. So, diesmal gehen wir direkt hier lang. Vielleicht bin ich auch einfach... Vielleicht war ich richtig, aber bin scheiße gesprungen. Das kann natürlich auch sein, ne? Weil hier schließt sich tatsächlich der Kreis. Ich bin einfach nur dumm gesprungen. Genau. Ich bin dumm gesprungen. Das ist es nämlich. Das ist es nämlich, weißt du? Ich bin einfach scheiße gesprungen. Mal wieder. Alter, das sieht krass aus. Unglaublich. Ja. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Was steht wohl am Ende dieser Prüfungen? Die verborgene Stadt, hoffe ich, aber was noch? Keine Ahnung. Ich erwarte, Antworten zu finden. Tja. Okay. Tja, was nehmen wir denn da jetzt? Na, nehmen wir das einfach. Scheiß drauf. Nehmen wir das einfach. Also, was auf jeden Fall ohne Zweifel so ist. Ob man das Spiel jetzt cool findet oder nicht. Ich habe da jetzt auch einige unterschiedliche Meinungen gelesen und gesehen und so weiter und angehört. Nach Jahrhunderten voller Stürme. Das Spiel sieht einfach abartig geil aus. Das Spiel sieht geil aus. Ich spiele es leider nur auf der normalen PlayStation 4. Ja, hatten sich ja auch einige gefragt, ey, warum gibt es bei dir irgendwie nicht so Kratzspuren bei diesem Jaguar-Angriff oder sowas? Muss ich hier rüber? Ja. Nee. Nein, ich muss da nicht rüber. Ich spiele es auf der normalen PlayStation. Ja. Nix PlayStation Pro, ich es nix können. Das ist halt nur die Frage. Warte mal. Hä? Okay. Warum ist das schon wieder so eine unsichtbare Mauer?
nicht 99, sondern direkt auf 100. Als die Welt um sie herum zu bröckeln begann, entschieden sich die Menschen weiterzuziehen. Es drängte sie nach Süden, um zu verhindern, dass das ihnen anvertraute Artefakt ihren Feinden in die Hände fällt. Okay. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Jetzt mal ernsthaft, aber wo soll ich denn da lang? Es sieht so aus, als könnte ich daran balancieren, aber es geht nicht. Aha, nee, doch nicht. Hä? Ah, hier. Oh Gott, bin ich dumm. Mein Gott. Man sieht doch diese leicht weißen Markierungen. Aber egal. Gut, dass ich nochmal zurückgelaufen bin. Habe ich noch ein paar Sachen bekommen. Wäre eine Leiter, ja. Ich muss runterklettern. So. Hier kann ich dann wieder lang. Auf dem Balken. So, alles cool, alles cool. Weiß nicht, ob das so schlau war, da nichts zu machen. Aber ich brauche ja irgendwie noch das Gegenstück zu dem. Ich brauche ja irgendwo noch das Gegenstück zu der. Warte. Ich muss, glaube ich, noch ein Stück runter. So, jetzt hier. Die Banner einsetzen. Sieht vielversprechend aus. Beeindruckend. Äußerst beeindruckend. So. Oh, wie knapp! Das war ein wenig knapp. Die geht noch nicht. Warum nicht? Nein, Lara, hier rechts lang. Da weiter bitte. Tja. Okay, nächste Leiter drehen, genau wie die erste. Mehr Segel. Mehr Segel, mehr Spaß. Nach links bitte. Einfach nur nach links. Ne, sie macht es nicht. Sie spastet komplett ab. Erstmal. Bitte nach links, Lara. Mach mir das Leben nicht schwerer, als es sowieso schon ist. So. War knapp. Ich muss die Mittelsäule erreichen. Versteckt kein gutes Essen vor Gästen, sonst verwandelt es sich in Würmer. Die Tür
Tür muss sich irgendwie öffnen lassen. Okay. Das könnte klappen. Zack. Verdammt, der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Ah, okay, warte. Ja, das hält. Tja, da. Gut, jetzt dreht sich die Leiter. So, locker easy, lemon squeezy, baby. Einfaches Rätsel. Oh, scheiße. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Alter Schwede. Okay. Ich muss jetzt darüber. Genau. Perfekt. Alles gut hier. Alles super. Alles läuft hier locker easy. Vielleicht kann ich die Maschine erklettern. Moment. Erstmal die Pfeile mitnehmen. Ich muss weiter klettern. Die Federn meine ich. Oh mein Gott. Fall da nicht runter, bitte. So. So. Hä? Moment. Ich muss auf jeden Fall irgendwie hoch. So, diesmal hält sie sich fest. Warum auch immer. So, nach oben mit dir, Lara. Weiter rüber hier, zack. Hodakan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. Ach so! Ich dachte, da wäre richtig. Vorsichtig. Oh, Scheiße, Mann. Komm schon, Lara. Die Prüfung ist erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. Okay. Gut. So, Freunde. Jetzt ein, zwei Mal sinnlos, komplett sinnlos abgestürzt, mein Gott, Alter. Und gestorben. Umgestorben natürlich auch, ja. Das habe ich auch drauf gehabt. Sicherlich. Ja, sicher.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Freunde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie fand ich die Vorgänge auf jeden Fall bis zu dieser Stelle, also jetzt 2-3 Stunden im Spiel, haben mich die Vorgänge auf jeden Fall mehr gepackt als das Spiel. Ich weiß nicht warum. Ich habe auch einige Reviews gelesen, die da irgendwie von 90% reden oder 92-91%. Das kann ich mir beim besten Willen nicht zusammenreimen. Es sei denn, es wird noch ultra krass. Ich habe aber auch andere Reviews gesehen, die dann irgendwie von 60-70% reden. Wäre wahrscheinlich auch ein bisschen zu übertrieben. Wahrscheinlich liegt dann irgendwie die Wahrheit für mich am Ende irgendwo in der goldenen Mitte, aber ich weiß nicht. Bisher hat es mich nicht so wirklich gepackt. Vorhin hatte ich große Erwartungen an das Spiel. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Beziehungsweise auch große Hoffnung, Jonah, weil mir die Vorgänge halt so extremst gut gefallen haben. Der Blitz von hier oben ist unglaublich. Die verborgene Stadt muss hier irgendwo sein. Lara, ich hab's geschafft. Ich betrete eine Höhle. Jonah? Verdammt. Okay. Jonah. Verdammt. Oh. Okay, okay. Wow, wow, wow. Das muss verdammt wehtun, ey. Ich muss vorsichtiger sein. Ich muss weg. Alles gibt nach. Alles gibt nach, ja. Wie geht's euch, Freunde? Wie geht's euch darin? Seid ihr schon voll mittendrin bei dem Game oder fehlt euch noch was? Lasst es mich gerne mal wissen in den Kommentaren. So, warte mal, das nehme ich mir natürlich trotzdem mit hier. Das Gold lasse ich mir nicht entgehen hier. Alles klar. Das lasse ich mir natürlich nicht entgehen, Freunde. So, wo ist denn Jonah jetzt mit seiner Liebsten hier? Was ist denn da los? Oh, schon wieder so viele Skelette. Was ist denn hier los? Verborgene Stadt. Jonah, ich glaube, ich habe sie gefunden. Die verborgene Stadt. Ich suche jetzt nach der Schlange mit dem silbernen Auge. Ist das ein... Das ist ein Lama. Direkt mal das erste Lama, was ich sehe, abballern, wa? Das ist der Lifestyle, Freunde. Warum geben die Vögel so viele fucking Punkte? Ey, die Vögel geben so viele Punkte, das ist unfassbar. Fehlende Ausrüstung, natürlich. Alles voll. Hallo? Was war das denn? Wer ist da? Hallo? Ich kann dir helfen. Geh weg! Du darfst nicht hier sein! Hör mir zu. Ich weiß, es tut weh, aber... Mabutul! Trinity. Ich hab dir. Danke. Wait there!
Schläge! Wer bist du? Weswegen bist du hier? Ich bin Forscherin. Lara Croft. Sie kommen wieder. Wir müssen verschwinden. Bringt sie mit. Du bist nicht nur mein Sohn, sondern mein Erbe. Begib dich nicht in unnötige Gefahr. Hätte diese Frau uns gefunden, wenn du nicht dort gewesen wärst? Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wie hast du uns gefunden, wenn du kein Mitglied des Kults bist? Ich bin einer Karte aus einem Tempel gefolgt. Ich habe erwartet, Ruinen zu finden, nicht euch oder etwas wie das hier. Wieso hat der Kult deinen Sohn angegriffen? Ich habe ihre Abzeichen erkannt. Ich kenne sie als Trinity. Ich versuche, sie aufzuhalten. Wovon willst du sie abhalten? Sie suchen nach einem Artefakt. Es sieht wie eine silberne Schatulle aus. Sie gehört zu einer Mondgöttin. Wieso willst du das? Willst du es stehlen? Verkaufen? Nein. Aber es darf Trinity, dem Kult, nicht in die Hände fallen. Sie sind sehr gefährlich. Wieso? Was haben sie dir getan? Sie haben meinen Vater getötet. Kann ich dir was zeigen? Weißt du, was das ist? Das ist Paititi. Du bist bereits hier. Die verborgene Stadt. Aber was bedeutet dieses Auge? Das ist der Tempel des Todes und der Opferung. Denkst du, dein Artefakt ist dort? Ja. Niemand ist je von dort zurückgekehrt. Ich möchte es versuchen. Das wagst du nur, um den Kult aufzuhalten? Ja. Bringt ihn zu mir. Jonah. Geht's dir gut? Kennst du diesen Mann? Er ist mein bester Freund. Ist Abby... Ihr geht's gut. Wer sucht noch nach dir? Niemand sonst. Ich glaube, wir verfolgen dasselbe Ziel. Wir bringen dich zur silberäugigen Schlange. Dein Freund bleibt hier. Wenn du lügst, wirst du nicht weit kommen. Und ihm wird es nicht gefallen. Das ist doch nicht nötig. Ist schon gut. Ich warte hier. Edsley, bring dieser Frau frische Kleidung. Uchu, du bleibst bei ihm. Ich bin so schnell es geht wieder hier. Okay. Ganz hübsch hier. Sei still. Okay, Freunde,
Die verborgene Stadt. Nun gut. Und an dieser Stelle endet dann die Folge. Wie gesagt, lasst gerne mal Feedback zum Spiel bis hierhin. So euer Fazit für die ersten paar Stunden in den Kommentaren. Kommentaren da. Mein Gott. Das passiert halt, wenn man ein bisschen schneller das aussprechen will, dann vermischen sich die Wörter. Danke fürs Zusehen, bewerten, kommentieren nicht vergessen. Haut rein und tschüss.